Lavado, der Weltmeister. Nach seinen Verletzungen ist er jetzt wieder voll genesen und mit vorne dabei. Reinhold Roth aus Amt Zell, er führt ja nach Hockenheim in der WM-Wertung. Und die große Überraschung in Monza, der junge Italiener Loris Reggiani, Trainingsschnellster auf einer Aprilia. Zweite Startreihe, Luca Cadalora, Dominic Sarron und Toni Mank hier mit der Nummer 4 aus Inning. Das ist der Reinhold Roth. Und der Kupplungsstart mit laufendem Motor, hervorragend gelungen. Mit der Nummer 12 schiebt sich der Spanier Carlos Cardus aus der zweiten Reihe an die Spitze. Auch Toni Mang und Reinhold Roth sind gut weggekommen. Insgesamt 36 Fahrern am Start. Neben Mang und Roth Harald Eckel, Manfred Herwe und Jochen Schmidt. Drei weitere Deutsche im Training waren sie allerdings weit, weit hinten. 18 Runden beträgt die Distanz. 5,8 Kilometer ist der Kurs in Monza lang. Über 70.000 Zuschauer dabei. Das Wetter ideal. Und Cardus ist in Führung. Dann aber bereits mit der Nummer 4 links Toni Mang, rechts Dominic Sarron und dahinter Sito Pons mit der 2. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Der Spanier versucht sich bereits abzusetzen. Das war die Curva Serraglio. Dann geht es hinunter ins Tunnel. Rechts mit der 3. Sarron und Toni Mang an dritter Stelle. An fünfter Stelle jetzt Loris Reggiani. Und an siebter bereits Reinhold Roth. Eine sehr gute Ausgangsposition also für die beiden deutschen Asse. Wichtig ist, dass man am Anfang an mit vorne dabei ist. Das ist die schnelle Parabolika-Kurve vor der langen Start- und Zielgeraden. Ende der ersten Runde. Cardus, Fonsaro, Toni Mang, Jacques Cornu, Sito Pons. Und rechts kommt mit 18 Reggiani dahinter. Das war der Amt Zeller Reinhold Roth und der Weltmeister Carlos Lavado hinter ihm. Die doppelte Schikane, ein ganz schwierig zu fahrendes Stück. Toni Mang ist gestern hier im zweiten Training leicht ausgerutscht. Er selber hat sich nichts getan, aber seine Honda hat etwas verbogen. Über Nacht mussten die Mechaniker richten und heute läuft alles bis jetzt wenigstens hervorragend. Cardus, Sarron und an dritter Stelle jetzt der 26-jährige Italiener Loris Reggiani auf der Aprilia mit einem Rotax-Motor. Bis vor einem Jahr fuhr auch Manfred Herwe diese Maschine und jetzt Positionswechsel. Reggiani vor Sarron. Da jubeln natürlich die italienischen Zuschauer, denn in der 250 Kubikzentimeter Klasse haben die Italiener keine Weltklassefahrer. Der Teamkollege von Martin Wimmer, Luca Cadalora, er ist nicht der Mann, der ganz vorne mitfahren kann. Aber Reggiani jetzt an erster Position. Erstaunlich, wie dieses Motorrad den österreichischen Rotax-Motor geht. Und Reinhold Roth sehen wir hier bereits an fünfter Position. Glänzend, der am Zeller Montag ist er an seinem Schlüsselbein operiert worden. Sein Arzt ist mit hier dabei, aber er ist vollgesund, er wurde untersucht. Und jetzt Toni Mang mit der Nummer 4, dahinter Reinhold Roth. Versucht Reggiani anzugreifen, aber der Italiener kennt natürlich seine Heimstrecke, diesen Kurs in Monza, in- und auswendig. Es ist sehr, sehr schwer, an den Italienern vorbeizukommen. Toni Mang aber jetzt in Führung. Unglaublich spannend. 5, 6 Leute hier vorne mit dabei. Und jeder von ihnen kann gewinnen. Denn sie haben die Werksmotorräder. Insgesamt 12 Werksmaschinen heuer am Start. Da haben natürlich die Privatfahrer überhaupt keine Chance. Und diese Werksfahrer müssen alles geben.
um die Punkte zu erhalten. Mitte der Distanz, Toni Mann und Reinhold Roth und rechts wieder Reggiani mit der Nummer 18. Hier erreichen die Fahrer die höchste Geschwindigkeit, 245 km/h wurde für den schnellsten gemessen. Er wird angebremst, herunter in den zweiten Gang geschaltet. Die erste Schikane und die zweite, und dann geht es wieder hinauf, Curva Grande bis zum fünften Gang. Jetzt ist Reinhold Roth in Führung, vor Toni Mann. Rechts der Inninger, viermal wahrer Weltmeister, und er kontert. Toni Mann jetzt vor Roth. Loris Reggiani hebt die rechte Hand, er scheint einen technischen Defekt zu haben. Pech also für den Italiener, schade um ihn und die Zuschauer natürlich enttäuscht. Toni Mann und Reinhold Roth jetzt vorne. Und jetzt machen wir einen Sprung in die letzte Runde. Toni Mann Nummer 4 vor Cornu 7, Reinhold Roth die 24 und Dominique Sarron in der Schikane. Curva Grande. Ja, wer jetzt vorne ist, hat natürlich auch einen kleinen Nachteil, dass man aus dem Windschatten heraus überholen kann auf der langen Start- und Zielgeraden. Im vergangenen Jahr fing ja Toni Mann, der hier scharf abbremst, Carlos Lavado ab und gewann auf diesem Kurs, schafft er es heute auch. Oder der glänzend aufgelegte Reinhold Roth. Toni Mann kommt. Dahinter Reinhold Roth. Sarro jetzt Dritter. Bis zum Schluss. Permanenter Wechsel der Positionen. Ein tolles Rennen hier in Monza. Das ist ein überrundeter Fahrer. Das Tunnel vor der Curva del Vialone. Dritter Gang. Dann geht es noch einmal hinauf bis in den sechsten. Spannung natürlich jetzt. Wer geht als erster aus der Parabolika heraus? Toni Mann links, rechts Reinhold Roth, links Sarro. Und ganz außen versucht Cornu noch einmal Schwung zu holen. Sehen Sie. Die letzten Meter vor dem Ziel noch einmal, die lange Gerade. Toni Mann, Reinhold Roth, Dominique Sarro und Cornu. Und Toni Mann gewinnt seinen 35. Grand Prix. Deutscher Doppelsieg also. Glänzende Vorstellung unserer deutschen Asse hier in Monza. Weitere Platzierung. Fünfter Pons, sechster Lavado, siebter Cardus und achter Igoa. In der Weltmeisterschaft führt Reinhold Roth weiter mit 2 Punkten vor Mann. Fünfter immer noch Martin Wimmer. Ich glaube, das hätte zum Schluss jeder von den Vieren die Nase vorn haben können. Ich habe nicht mehr als wie 2, 3 gesehen, weil so lange hat man nicht Zeit zum Umschauen. Aber einmal war er blau, einmal war er gelb, einmal war er rot. Aber wir sind froh, wir haben einen deutschen Doppelsieg, was wollen wir mehr? Und ich möchte an der Stelle herzliche Genesungsgrüße an den Martin richten, genau, nach München. Und er soll sich doch ruhig Zeit lassen, er soll nichts überstürzen.